Okay, wahnsinnig. Dann gehen wir noch mal hinten zu den ganz vielen, weil ich schätze mal, da wird das Rätsels Lösung sein. Hoffe ich jetzt mal. Harry said that he would go to the end of the world to find a cure, and by the looks of it, he wasn't lying. We promised we'd never lie to each other from the moment we started dating, no matter how harsh the truth. Es hat aber nichts mit dem Ende der Welt zu tun. Tahiti ist nicht das Ende der Welt. Männer. Was ist da jetzt? Irgendwie muss man doch daraus schlau werden. Sollte man meinen, ne? Haben wir hier überhaupt alle Zeichen? Nö. Wir haben hier gar nicht alle Zeichen. Habe ich hier irgendwo einen Hinweis nicht mitbekommen oder so? Oder ich muss die nach der Höhe. Das kann ich probieren. Das probier mal aus. So. Also, das Höchste wäre die Sonne. Also, als erstes kommt die Sonne. Nach der Sonne kommen die Vögel. Sollten ja normalerweise höher sein als der Berg. Dann kommt der Berg. Dann kommt Wasser. Passt. Danach kommt die Fisch. Bin ich ein Meister oder bin ich ein Meister, hä? So läuft es hier. Rätsel. Easy. Vierundsiebzig Meilen östlich von Otaheite. Tahiti. How long have I been walking? I've lost track of the time. Wow, what is this place? I'd better have a look around this abandoned village. Harry's crew might have stayed here. They're composed of four pieces. Ja, ist offensichtlich, hier brauchst du mir nicht erzählen. I've never cared much for games of chance. Hä? Das sind Würfel, die mit Karten. Okay. Oh. 14. Juli 1934. Ich wollte nur wenige Tage auf der verfluchten Insel bleiben, aber es sind schon fast 2 Wochen voller Untätigkeit vergangen. Wird dieser reiche Schnösel, dieser Luke irgendwann aufbekommen? Also diese Luke irgendwann aufbekommen. Luke. Ich bin dein Vater und so, ne?
Ich werde nicht wieder auf Mr. Besserwisser warten, wie beim Aufzug. Er solle die Sache mir überlassen. Wir haben nicht ohne Grund Dynamit mitgebracht. Der scheint aber auch eine ziemlich kurze Lunte zu haben. Blowing an ancient hatch with dynamite sounds like a fool's errand to me. Zündern, 9,5 Fuß Sicherheitsabstand, alte Luke, Sprengstoff hier. Seems simple. Was haben wir denn hier? Nice comb. T88. 88T. Von relevant oder nicht? Who worries this much about their appearance in a place like this? Hatten wir nicht von einem Schnösel gerade die Rede? Wow, ich bin dann anscheinend doch ein Vampir, hä? Quite a looker. A fashion model, maybe. Furoy, der beste, den besten Stuntman Hollywoods. Okay. Da steht nichts. Looks like this fellow was a real heartbreaker. Heutzutage kriegst du dafür einen Shitstorm. Very neat. Haben wir hier oben irgendwas? Nichts von Interesse. His real name was Costas? Costas Apostolo. Adresse in den Vereinigten Staaten, Manchester Avenue, Los Angeles, California. Im Falle eines Unfalls benachrichtigen Sie bitte an... Was? Sanasius Apostolo. Schade. They were packing a lot of heat when they came to this island, but they took all the guns with them. Ja, und du nimmst immer noch ein beschissenes Messer mit. Merkst du, wo die Diskrepanz ist? Hey, da war schon wieder ein. Like something straight out of an adventure novel. The Everhard Expedition. They set up camp here. Ja, und in keine Kiste guckst du rein. Ist ja Quatsch, brauchst ja nichts. Das für Ollum. This enormous stone slab looks like a mechanism to get up to the outcrop. Is something missing here? Richtiger Sherlock. Could these tikis be some sort of guardians? Naja, viel beschützen tun sie anscheinend nicht. A Polynesian man covered in tattoos. I'm not sure if he looks angry or scared. Well, what well? Der Führer will nicht zu den Ruinen. Warum hat er solche Angst vor diesem Brunnenschacht? Da ist die Alte aus The Ring drin. So now you believe in magic, old pal? Er hat jedem von uns eine von diesen Amuletten gegeben. Nur Harry hat seins behalten. Looks like some of the crew members didn't get along too well. A forbidden ritual? Er warnt uns vor diesen Ruinen. Er sagt, dass dort ein Art verbotenes Ritual stattgefunden hat. Fascinating. Diese alten geometrischen Steinstrukturen sind nicht polynesisch. Welchen Zweck hatten sie? Ich glaube, das werden wir noch früh genug herausfinden. Da läuft gar kein Band. Some years ago, I made a rookie mistake. I did it from my fishing boat to go to what looked like a better spot. Less than an hour had gone. By when suddenly, my va'a, my canoe overturned. And I got this lovely souvenir from that mistake. Heavens, what gave you that scar? It's not a what, but a who. I don't know.
I didn't get a good look at it. But it seemed like a sea creature I never seen. Anyway, I was lucky enough to reach that Whiteson beach. The one where we landed on the island. A man came 3 days later and got me out of there. He brought me to the port of Papeete without speaking a single word. Time passed, and I promised myself that I would go on with my life and forget about this damn island. Why did you agree to return to the island, then? I need to know what happened to me, to discover the truth. I don't know if you get me. Absolutely. Okay. Aber ich meine, dass er nichts geredet hat? Ja, mein Gott. Muss ja nicht jeder gesprächig sein, oder? Da würde ich mir jetzt die geringsten Kopf da drum machen. Ich meine, ne? Hauptsache, ich bin von der Insel weg, ne? Why is this hammock so far from the rest of the campsite? Weil er keinen Bock auf die anderen hatte. Look at this little fella. An amulet with a carved Marquesian cross. The symbol represents balance and protection. Hast du leider gar nicht nötig. The river cuts through that canyon. It doesn't look safe to cross. What peculiar rock formations. Is this basalt? Oh, in Japan oder China gibt's ja auch so eine riesen Berglandschaft, die ja nur aus diesen Dingern besteht. Sieht auch so geil aus, da würde ich auch gerne mal hin. So, spitzen wir mal da durch. Was haben wir hier? Eine Brücke. Und hier ist sogar eine Leiter. Ah, aber da gehen wir dann gleich. I must have found the luxury huts. Pretty swanky. So, was haben wir denn hier? Look at him. Giddy as a schoolboy. Ichor? Schwarzer Schleim? I've seen Harry keep even restaurant checks for bookkeeping. He would never tear up a piece of valuable information. Sortieren wir doch erst mal ein bisschen vor. Das ist die obere Kante. Das ist unten. Da. Gib mir das. Kommt dahin. Da gehört noch was dazwischen. Das gehört dahin. Das gehört. Ja, könnte passen. Das gehört dahin. Das gehört dahin. Das da. Das da. Ja, guck, war doch easy. Haben wir schon wieder so viel freigeschaltet, ja? Da, hier ging es weiter. Ich habe das fehlende Teil gefunden, um das Tor zu öffnen. Jetzt ist... Eigentlich brauchen wir das ja gar nicht zu lesen, ne? Das ist eigentlich nur gut, wenn wir es längere Zeit nicht gespielt hätten, um unsere Erinnerung wieder aufzufrischen, ne? Deswegen, wir haben da dieses Rätsel gemacht, ja klar. Und waren jetzt da in der Hütte. Deswegen, wir haben die ganzen die Tickies und da haben wir dann das. Okay. It's been ripped out of something else. Schildkröte. The parts of the tiki on this column seem movable. Okay. Gucken wir dann gleich nochmal.
mess did you get into, Harry? Mr. Everhart, wir bedauern zutiefst, dass Sie die Finanzierung Ihrer Expedition durch uns ablehnen. Wir hatten immer ein ausgezeichnetes Verhältnis zu Ihrer Familie und wir hatten diese Reise als einzigartige und gewinnbringende Möglichkeit für beide Seiten gesehen. Wir wünschen Ihnen viel Glück auf Ihrer Reise. Sie werden es mit Sicherheit brauchen. Hochachtungsvoll, Caleb Brown. Starry Wisdom Society. Das war ja schon wirklich eine indirekte Drohung, ne? But Frank seems to feel guilty for whatever happened. I feel really bad for him. Mr. Everhart, ich weiß immer noch nicht, was passiert ist. Roy musste genauso gut wie Sie und ich, dass der schwarze Schleim hochexplosiv ist. Ich hätte es ihm nicht glauben sollen, als es sagte, er hätte ihre Erlaubnis. Das wird nicht wieder vorkommen. Frank. Haben sie irgendwas in die Luft gejagt, was sie nicht in die Luft jagen hätten sollen? Objekt eingefügt. Alter Mechanismus. No way. Ist es ein Aufzug? Der hoch in die Ruinen geht? Oh, okay. You put together quite an expedition, Harry. And all just for little old me. My dear old pal. I know you won't ever read this letter, but I'm accustomed to writing you and it comforts me in this strange place. This island is riddled with secrets. So many secrets. But I'm not only talking about mechanisms and contraptions, Nora. I dare say that something on the island clouds one's judgment. Otherwise, I don't have an explanation for Roy's actions. The man was arrogant, impulsive, and a little cocky, but he was no fool. We weren't friends by any means, but he didn't deserve what happened to him. Nobody deserves that. We may have made some progress in finding the cure for your illness, but at what price? I miss you so much, Nora. Harry. He may not say it explicitly, but Harry blames himself for Roy's death. I know him too well. And I miss you too, Harry. Schreibt man das seiner Frau, my dear old pal? Pal? Schreibt man das wirklich? Ist doch eher so, alter Kumpel, so mäßig, oder? Kann sein, dass ich da voll daneben liege, aber irgendwie... Jeepers, a stranded ship. Ja. Damit kommt man nirgendwo mehr hin. Aber krasses Vergrößerungsrohr, ne? Du siehst hier gar nichts, das kann anscheinend um die Ecke gucken. Die anderen sollen so schnell wie möglich packen. Wir müssen zum Strand mit dem schwarzen Sand. Dem Schiff ist was zugestoßen. Nimmt nur das Nötigste mit. Naja, also das habt ihr mit 6 Leuten nicht zurückschieben können. Also das bezweifle ich aber ganz stark. Other planes of existence. That's bats. Das Spiel wird ja, glaube ich, irgendwas anderes noch lernen, ne? Tillinghast Linsenausrichter. Nach einem bestimmten Ausrichter konzentriert dieses Gerät das Resonanzwellenspektrum in einem optischen Bild. Blickt der Betrachter durch die Linsen, wird seine Zwirbeldrüse angesprochen, sodass er in andere Ebenen außerhalb des Spektrums blickt, das wir als unsere Dimension bezeichnen. Alle Rechte vorbehalten Crawford Tillinghast. Ah, das hat wieder so irgendwas so richtig Okkultes mit sich zu tun hier, ne? Black ooze in a telescope? Okay. The Harry Everhart I know would never have given up on this. Something must have happened that kept him from solving it. Das ist so frustrierend. Ich weiß nicht. Ich weiß, dass ich nah dran bin, aber ich finde die richtige Kombination. Eieiei, so spät ist es noch gar nicht. Das ist nicht das, das und das nicht. Und das auch nicht. Where did you get this strange device? Ach, das ist das Dingen.
Ist es jetzt gut oder schlecht, dass das Meter da steigt? Moment. I'm not really sure how this thingamajig works or what to do with it. Was hat das mit diesen Punkten auf sich? Ah, warum ist da was ganz anderes drauf? Ich kapiere es nicht. Jetzt vor allem das Meter. Ich weiß nicht, ich glaube, da kommen wir noch nicht weiter. I'm not really sure how this thingamajig works or what to do with it. Weil das ist auf jeden Fall Quatsch. Haben wir hier irgendwie noch was? Nee. Considering how poorly Harry draws, this isn't half bad. Naja, zum Gucken, wo man ist und so, reicht es doch dicke. So, Rätsel. Also durch das Teleskop blickte, sah ich ein Schiff, das am schwarzen Strand auf der anderen Seite der Insel gestrandet war. Was muss die Lady Shen sein, das Schiff, das die Expedition hergebracht hat?
So, aber was ist das Rätsel? Das ist jetzt groß. Das ist das erste anscheinend. Aber die haben doch gar keine... Aha, könnte es das sein? Ja, das sieht ein bisschen aus, als ob das ein Mond wäre, so gesagt, wo die Zunge rausstreckt, ne? Ich glaube, ich interpretiere da schon sehr viel rein, aber who knows, vielleicht haben wir ja Glück. Und das sieht eher nach dem hier aus. Anscheinend nicht. Was hat da jetzt gekracht? Verschiedene Meeresgitter in Verbindung zu jedem Tiki. Reihenfolge der Symbole. Wichtig, Familiensymbole. Ich muss nochmal gerade runter. Harry hated asking his parents for money to fund this expedition. The Everhearts are a wealthy Boston family, quite old-fashioned. They were never really pleased with his eldest marrying a middle-class girl. That's why he wanted to get away from them as soon as he could, just like his siblings did after him. Hmm, something's missing inside that emblem. Ja, das hatten wir ja vorne. It's broken, but I might as well draw what I can see of it in my journal. Ja, das ist ja das hier. Die Teile kriege ich aber nicht irgendwo, oder? It's some sort of Polynesian coat of arms. Is that an octopus? Wird auch das Richtige angezeigt. Das ist der mit dem. Genau, okay. Also muss der das hier sein. Der da. Und der ist da da. Ein Tiki fehlt mir noch anscheinend. Oh, damn it. Aha. Someone on the expedition died. Did they use all the dynamite? War bestimmt eine Bombenstimmung da drin. Explosives. Looks dangerous. Naja, der Schriftzug an sich ist nicht gefährlich. A farewell message from a friend. Roy Frank, wir müssen unser Spiel wohl im Jenseits fortsetzen. Ruhe und Frieden, Kumpel. Ja. Darmsymbol anscheinend Poker, gepokert oder so. I never thought that this expedition would cause anybody's death. I'm sure Harry never thought. 14.07.1934. Ja, ist schon
Ja, so lang sind die noch gar nicht. Ist der auf jeden Fall noch nicht tot. He seems confused, as if he was having a hard time writing this down. Wenn mich jemand braucht, findet ihr mich im Medizinzelt oben auf dem flachen Vorsprung. Nach allem, was passiert ist, sollte ich mehr über diesen Brunnen herausfinden. Dr. DeWitt. After the explosion, what happened? Nach der Explosion. Wenn ich mich jetzt nicht komplett verlesen habe. Aber wenn die doch schon hinter den ganzen, hinter der Brücke waren und pipapo. I hadn't been close to a grave since my mother's burial. Shortly after she died, my lovely Dalmatian spots, as Harry used to call them, appeared. I thought it was nothing at first. Aber wie gesagt, normalerweise müssten doch die Rätsel eigentlich alle gelöst sein, oder? Wenn die doch nicht hier sind. Rein theoretisch.